Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freistaat TV. Ja, ich melde mich jetzt auch mal wieder zurück. Lang habt ihr nichts mehr von mir gehört, denn ich war ja auch im Urlaub und eigentlich hatte ich jedes Jahr das Problem, einen passenden Bettlaken für ein Fahrzeug. Und da habe ich mir gedacht, das machen wir jetzt gleich mal zum Thema, weil wir nämlich mittlerweile was Passendes haben und noch ein paar andere Zubehörsachen für angenehmes Schlafen und die möchte ich euch einfach heute mal zeigen. Ja, ihr seht ja jetzt hier, wir haben Längsbetten. Ist zwar gerade ein bisschen zubaut hier bei mir, aber wir haben immer drei Elemente. Zwei links und rechts, die langen und in der Mitte ein kurzes. Und da hatte ich auch immer das Problem eigentlich, ja, Bettlaken hin, dann war es wieder zu locker, dann ist es natürlich, wenn man schlaft, immer wieder verrutscht. Dann habe ich mit dem Hosenträger von links nach rechts gespannt und das hat mir irgendwann echt immer tierisch genervt. Und dann haben wir uns natürlich mal auf die Suche auch nach passenden Bettlaken macht. Und das sind jetzt unsere dreiteiligen Bettlaken. Das heißt immer links, rechts und in der Mitte eben. Und ich habe sie selber auch getestet, heuer im Urlaub. Meine Kollegin, die Franzi auch schon, die war auch so begeistert. Ja, sie sind sehr elastisch. Also die gehen immer in die Maße von 70 mal 1,90 bis 85 mal 2,10 Meter. Und auch in der Mitte passend 35 mal 1,30 bis 50 mal 1,45. Also ihr seht, man hat auch einfach ein bisschen einen Spielraum. Ja. Was auch ganz tolle ist, sie haben rundum einen Gummizug. Man kann sie bis 60 Grad waschen und sind auch trockener geeignet. Also die, was jetzt hier drauf sind, das sind jetzt meine, natürlich frisch gewaschen, natürlich gell, vom Urlaub. Und die haben wir in den drei Farben. Einmal in diesem Platin heißt es, in Sand und in diesem Titan heißen diese drei Farben. Und ich finde, das sind eigentlich drei schöne Farben, immer so passend fürs Innere, was natürlich einem dann gefällt. Dann haben wir auch neu Bettbezüge oder Bettlagen eben für Reisemobil oder Wohnwagen, die wo eine Abschrägung haben. Ich zeige euch jetzt das mal hier so. Es gibt ja Wohnwagen oder Reisemobile, wo die Matratzen so eine Abschrägung haben. Die haben wir auch wieder in den zwei Farben, immer in den zwei Farben passend. Natürlich sind auch diese Maße und diese Zeichnungen dann im Online-Shop mit drinnen. Da könnt ihr dann nochmal genau schauen, ob das für euch passend ist. Aber natürlich haben wir auch Bettlaken. Es gibt ja auch Fahrzeuge, wo ganz normal rechteckige Matratzen drinnen haben. Haben wir natürlich auch. Die haben wir jetzt hier in diesem Marineblau, wieder in Grau und in diesem hellen Ton. Und zwar haben wir die in den Größen 70 bis 1,80 mal 2 Meter oder 1,40 mal 2 Meter. Die haben wir immer eine Höhe von 14 bis 18 Zentimeter. Ja? Und die haben eine Höhe, dass ich jetzt nicht lüge, wo habe ich meine Schlosszettel im Moment? Bis 15 Zentimeter. Das sind die hier. Also ich hatte zum Beispiel nur Visco-Auflage drauf, war überhaupt kein Problem. Also Matratze und Visco-Auflage und dann der Bettlaken, das hat wunderbar funktioniert. Visco-Auflage ist ein Topper, ja, nur kurz zur Erklärung, wo ich erklärt habe, dass ich das drauf gehabt habe. Aber da komme ich später auch noch näher drauf zu, zum Ende zum Video, dass wir sowas ja bei uns auch nach Maß machen lassen können. Was ich euch jetzt noch sagen wollte, ist, wir haben auch diese Bettlaken für Queensbetten. Queensbetten sind diese großen Betten, wo vorne eine Rundung haben, ja. Man sieht ja auch hier jetzt, dass die Matratze eine Rundung haben, aber der Bezug eigentlich eckig ist. Aber ihr seht, wie schön sich das anlegt, ja? Also das ist überhaupt kein Problem, dass ihr den hier macht. Und vom Material her sehr elastisch eben. Aber ihr wollt eben auch noch darauf hinweisen, dass wir es auch für so Queensbetten haben. Dann auch wieder in den zwei Farben hier. Was ich natürlich nur vom Material jetzt dazu sagen wollte, wir haben hier 97% Baumwolle und 3% Elastan. Und man sieht hier unten, zeige ich es euch einfach mal, da ist der Gummizug eben. Also man sieht jetzt hier, da wäre nochmal die gerade Ecke, aber wie gesagt, das legt sich so schön an. Also ich war richtig begeistert und was mir eben ganz gut gefallen hat, ist, ich war 2,5 Wochen in dem Fahrzeug, dass sie nicht immer der Bezug so verzogen hat. Das habe ich nämlich sowas von dick. Das mag ich daheim nicht und im Fahrzeug genauso nicht. Also, und waschen, trocknen, fertig wieder. Dann habe ich mich auch mal mit dem Thema beschäftigt, Decken. Ich weiß noch, bei meiner ersten Wohnmobilfahrt nahm Moni ihre Bettdecken von daheim mit. Federn.
Fragt's nicht, wie ich geschwitzt habe. Die Decke war irgendwann keine Ahnung wo und die habe sie echt nicht genommen, weil man schwitzt ja ohne Ende, gerade wenn man im Sommer unterwegs ist. Und dann sind wir eigentlich mal auf die Decken von der Firma Outwell gestoßen. Und zum einen fühlt sie sich so schon sehr angenehm an. Die ist nicht zu dick, die ist nicht zu dünn. Ich mache jetzt einfach über diese Decke immer normalen Bettlaken drüber oder Bettbezug, ja. Und was das Tolle ist, die hat hier so eine Tasche, da kommt die ganze Decke nämlich danach wieder rein. Also das sieht dann quasi so aus, das Parkmaß. Und ihr könnt die Decke auch waschen bis 40 Grad, danach Luft trocknen lassen, also nicht bitte in den Trockner und ist sie dann natürlich wieder für den nächsten Einsatz bereit. Also ich muss sagen, klar, wir waren jetzt auch wieder in Italien und es war ja unheimlich warm, aber die Decke, also es war so angenehm und man kann die so klein wieder zusammenlegen und dann irgendwo hin tun. Also da finde ich die echt ideal dafür. Aber wir haben auch wunderschöne Decken hier von der Firma Knäher eben. Ja, wenn einer noch was Leichteres will oder man kann sie auch super schön als Tagesdecke hernehmen und die haben wir in den schönen Farben, in dem schönen Grün, in dem Grau und in diesem hellen Beige. Und ja, also die finde ich auch wirklich sehr, sehr schön, weil man kann sie ja einfach mal mit hernehmen, wenn man nur abends draußen sitzt und es frisch ist, ein bisschen frisch, dann kann man die auch wunderbar einfach um sich rumhängen. Jetzt wollte ich noch mal die Größen kurz erwähnen. Unsere Sommerdecken haben eine Größe 1,50 mal 2 Meter und die Zudecken haben 2 Meter mal 1,20. Natürlich beides wieder waschbar. Unsere Decke, wie schon erwähnt, bis 40 Grad und hier haben wir ja Baumwolle, kann man bis 60 Grad waschen. Ja, und was darf natürlich jetzt nicht fehlen? Jetzt haben wir einen gescheiten Bettlaken, eine gute Zudecken, ein Kissen natürlich. Da haben wir jetzt von der Firma Froli unsere Reisekissen. So klein ist es eigentlich. Also eigentlich auch ideal, mal, wenn ihr doch mal mit dem Koffer irgendwo hin müsst. Also verreisen tut's. Und was das Schöne eigentlich an dem ist, das ist ein Viskosekissen und das hat so Lüftungskanäle. Ich kann euch das mal hier kurz zeigen. Und das passt sich halt wirklich genau an, aber wenn ihr loslasst, geht es wieder auf. Bezug hier kann man natürlich waschen bis 60 Grad und natürlich macht man aber noch einen Überbezug drüber. Und ich finde, es ist echt. Ich lege jetzt dann gleich rein und schlafe ein bisschen. Na schmarrn. Wirklich sehr, sehr angenehm, weil es halt einfach anpasst. Es ist nicht so riesig und ja, eigentlich für Wohnmobilurlaub, Wohnwagenurlaub ideal. Auf was ich natürlich jetzt auch darauf hinweisen wollte, ist, bei uns kann man natürlich auch Matratzen nach Maß machen lassen. Das heißt, wenn ihr mit eurer Matratze einfach nicht glücklich seid, nicht zufrieden seid, kann man bei uns genau nach eurem Maß, wie es ist, ob mit Schräge, mit Abrundung, ja, jede Matratze nachmachen lassen. Das heißt, wir haben bei uns im Shop verschiedene Modelle, verschiedene Härtegrade, auch unter anderem diese Visco-Auflage. Das ist quasi wie unser Kissen, dieser Visco-Schaum, ja, die, wo ich jetzt zum Beispiel im Kastenwagen drin habe. Was ich erwähnen muss, ist, also diese Sachen, Matratze nach Maß oder eben Topper, die können wir nur vor Ort bei uns in Sulzimus machen. Also wir können das euch nicht online anbieten, so wie die Produkte, was wir jetzt hier haben. Wir freuen uns, wenn ihr zu uns nach Sulzimus kommt. Wir beraten euch sehr gerne, also meine Kollegen und ich. Wir kennen uns da wirklich sehr gut aus. Welches Modell? Ihr könnt die verschiedenen Härtegrade ausprobieren. Ihr könnt so eine Auflage ausprobieren und erklären euch dann natürlich, auf was es ankommt. Das heißt, wenn ihr so eine Schräge habt oder eine Abrundung bekommt ihr von uns eine Folie. Da legt ihr eure Matratze drauf und zeichnet die und genau nach dem Maß wird sie eben angefertigt. Wir können euch dann natürlich auch schon mal ausrechnen, was preislich dann auf euch zukommen würde. Darauf wollte ich euch hinweisen. Wir haben nämlich da schon mal ein Video gemacht. Das ist schon ein bisschen älter, aber da erkläre ich das Ganze. Und den Link findet ihr dann oben in der Leiste, oder wie sagen wir jetzt? Findet ihr halt oben so rum. Da habe ich nämlich auch das nächste Kleine hier liegen. Es geht nämlich auch, es gibt ja Bettsysteme, ja, diese Teller, ja, die es in verschiedenen Härtegraden gibt, die ihr so unter eure Matratzen einbauen könnt. Das wollte ich einfach nur darauf hinweisen, dass wir da natürlich von der Firma Froli dann auch was haben. Wenn ihr sagt, den Lattenrost, den hauen wir jetzt raus. Wir machen uns so Teller drunter. Sehr beliebt. Ich persönlich habe sowas auch bei mir zu Hause mittlerweile und ich liebe diese Teller, weil ihr die einfach so einstellen könnt, wie ihr es braucht, weil da gibt es ja weiche, feste, dann mit dem Kreuz diese Verstärkung. Also wirklich
top und die kann man nach Maß dann, ob schräge oder auch nicht, so passend unter eure Matratzen einbauen. Ja, und dann habe ich mir noch was überlegt. Es geht ja beim Schlafen auch um die Sicherheit. Und wir haben von der Firma Brunner den neuen 3C-Kur. Das ist ein Gasalarm. Und was das Schöne an dem ist, der ist für Propan-Butan, für Kohlenmonoxid und für KO-Gas. Und zwar wird der einfach in diese 12-Volt-Steckdose, also Bordbatterie, eingesteckt. Da müsst ihr immer die rote Kappe runter machen, weil wir brauchen ja den kleinen Anschluss. Und da wird der angesteckt. In der Bedienungsanleitung ist auch genau beschrieben, eben wie ihn ihr anbringen müsst. Und was jetzt das Tolle noch ist, würde mal eure Bordbatterie ausfallen, ja, kann man die Batterie einlegen, ja. Und dann reagiert der auch, also solange natürlich die Batterie voll ist, springt der ein. Und ich möchte euch jetzt einfach mal zeigen, wie sich der anhört. Also ich habe ihn jetzt quasi eingeschalten. Der ist jetzt auf Power. Jetzt lassen wir immer mal, geben wir immer mal Gas. Natürlich ist es jetzt nicht so intensiv. Und so hört er dann, also man hört das schon, wie laut das ist. Ich habe heute mal wieder richtig Freude gehabt, für euch ein Video zu machen. Und ich hoffe, ich habe so ein paar kleine Tipps und Tricks noch für euch gehabt, wo euch vielleicht fehlt oder euch interessiert. Apropos Tipps, natürlich würde ich mich freuen, von euch eure Erfahrungen und Tipps und Tricks, was ihr habt, weil für natürlich unsere Freistadt TV-Freunde, die wo neu einsteigen, sind eure Tipps natürlich auch unheimlich wertvoll, weil auch ich lerne mit jeder Fahrt dazu. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt es mal ein Like. Wie gesagt, schreibt es auch fleißig in die Kommentare rein. Ich würde mich freuen. Natürlich gebe ich euch dann immer natürlich auch, wenn die Zeit dazu da ist, eine Antwort. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns auch mal wieder hier in Sulzimus sehen und wünsche euch, die, wo noch fahren, einfach einen wunderschönen, erholsamen Urlaub, einen erholsamen Schlaf und genießt einfach die Zeit. Und ja, bis zum nächsten Mal wieder. Ciao! Extra. Extra.